Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, aktuellen Schätzungen zufolge sind im Irak mehr als 1,2 Millionen Menschen auf der Flucht. Es sind hauptsächlich ethnische und religiöse Minderheiten, die vor der Gewalt und der barbarischen Verfolgung der IS geflohen sind. Hinzu kommt, und das wird oftmals vergessen, noch weit über 200.000 syrische Flüchtlinge, die dort in der Region Schutz gesucht haben, über die Grenze geflohen sind. Die Sicherheitslage stellt derzeit eine ganz große Herausforderung an alle Helfer dar, da auch die Flüchtlinge, die Vertriebenen, nicht stationär in Flüchtlingslagern untergebracht sind, sondern sich sehr stark dort in der Region bewegen und Korridore und sichere Transportwege zu den Betroffenen sehr schwierig sind herzustellen. Die Helfer haben große Schwierigkeiten, die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen und die Menschen überhaupt zu erreichen. Die ganze Region, die gesamte Region dort ist mit diesen Flüchtlingen, kommt an ihre Grenzen und ist überfordert. Als Reaktion hat die Türkei schon die Grenze geschlossen. Und mir liegt hier ein Bericht einer Familie vor, die versucht hat, dort über die türkische Grenze zu kommen, vor der zuen Grenze stand und dort jetzt im Niemandsland auf der Straße schläft und kaum mit dem Nötigsten durch die UN versorgt werden kann. Diese Schicksale erreichen uns täglich, auch Einzelschicksale, die hier bei uns ankommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen leider davon ausgehen, dass Krieg und Verfolgung im Irak andauernd wird. Daher sollten wir nicht den Fehler machen, den die Bundesregierung mit dem syrischen Konflikt gemacht hat, nämlich zugewartet, vielleicht entwickelt sich das ja noch, vielleicht entspannt sich die Lage wieder und erst nach sehr, sehr langen, späten Zehen ringen, Stück für Stück in drei Aufnahmeprogrammen, erst 5.000, dann nochmal 5.000, jetzt nochmal 10.000, dann sich bereit erklärt hat, syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Ich denke, es ist richtig und daher unsere Initiative heute hier als rot-grüne Fraktion schon jetzt die Voraussetzungen für ein Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge aus dem Irak zu schaffen, auch wenn, der Minister hat es dargestellt, auch die Informationen erreichten mich auch wenn es jetzt aktuell unglaublich schwer ist, die Menschen faktisch aus der Krisenregion rauszuholen, sie mit Papieren zu versorgen, sie zu den Botschaften zu bringen, ihnen Visa zu erteilen und sie tatsächlich aus der Not herauszuholen. Ich glaube dennoch, dass es keine Zeit vertan werden soll, hier jetzt auf stabilere Verhältnisse zu hoffen, sondern dass wir jetzt eine Initiative starten sollten, um halt ein Angebot zu machen, hier Menschen, die in Not sind, aus der Situation herauszuholen. Schon 2008 hat im Übrigen auf Initiative der Innenministerkonferenz in 2500 Iraker, das dürfen wir ja nicht vergessen, in Deutschland aufgenommen worden. Und es war ein CDU-Integrationsminister, Herr Kruse, wenn Sie sich an die Zeit noch erinnern. Es war Armin Laschet, der damals die Iraker hier in Nordrhein-Westfalen aufgenommen hat und gesagt hat, wir müssen eine Willkommenskultur für diese Menschen hier in Nordrhein-Westfalen schaffen. Armin Laschet hat damals recht gehabt und genauso wichtig ist es heute für diese Menschen hier eine Willkommenskultur herzustellen. Im Übrigen ist hier eine gute Integration gelungen der Menschen, die wir damals hier aufgenommen haben. Ein Aufnahmeprogramm in Deutschland und auch der EU wäre also auch aus unserer Sicht ein wichtiges Signal, nicht nur für die Menschen in Not, sondern auch für die Unterstützung der gesamten Region, die hier von der Gefahr der Destabilisierung betroffen ist. Auch wenn es, wie gesagt, derzeit schwierig ist, die Menschen tatsächlich hierher zu holen und eine Ausreise zu organisieren. Zum FDP-Antrag, Herr Stamm. Bemerkenswert finde ich immer wieder, dass die FDP in Oppositionszeiten, leider kann ich nur sagen, in Oppositionszeiten hier ihren humanitären Flüchtlingsschutz, den humanitären Flüchtlingsschutz entdeckt. Ich habe hier 5 Jahre einen Innenminister Wolf erlebt und ich hätte mir auch in Regierungszeiten solche Signale, die Sie hier jetzt aussenden, weiter aussenden, auch mal von einem Innenminister der FDP in aktueller Verantwortung in einer Innenministerkonferenz gewünscht. Da war 5 Jahre Funkstille. Das finde ich sehr schade. Trotzdem
trotz alledem begrüße ich und bedanke mich für Ihre Initiative hier. Das sollte man ja nicht zurückschauen, sondern nach vorne schauen und jedem auch die Chance geben, hier Politik zu verändern. Gut, dass Sie die Politik hier verändert haben. Und selbstverständlich gehe ich davon aus, dass der Innenminister, er hat es hier angekündigt, auch als IMK-Vorsitzender, das Thema in die Innenministerkonferenz einbringt und hier versucht, in Abstimmung mit den anderen Bundesländern und den BMI, denn nur so funktionieren ja solche Landesprogramme. Da braucht es die Zustimmung des BMI. Alle Landesprogramme, die es in der Vergangenheit gab, wurden in der Innenministerkonferenz vorab gestimmt. Und das ist ja auch richtig so, dass hier alle Länder an einem Strang ziehen. Und selbstverständlich gehe ich davon aus, das Angebot haben wir auch Ihnen gemacht, eine entsprechende Formulierung in unseren Antrag aufzunehmen, damit Sie dem zustimmen können. Leider haben Sie dieses Angebot abgelehnt und auf Ihren eigenen Antrag hier beharrt. Das finde ich schade. Aber ich gehe davon aus, dass dieser Innenminister dieses Bundeslandes auch weiterhin sich in der Innenministerkonferenz für die Aufnahme von Flüchtlingen einsetzt, so wie er es auch für die syrischen Flüchtlinge getan hat. Und um es noch mal abschließend zu sagen, es war die Initiative aus NRW, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir ein drittes Bundeskontingent mit weiteren 10.000 Flüchtlingen aus Syrien tatsächlich umsetzen können. Und dafür gehört Ralf Jäger auch mal ein herzlicher Dank von dieser Seite. So, mache ich nicht oft, ne? Zum Flüchtlingsaufnahmegesetz. Leider ist der Punkt hier zusammen, eigentlich haben die beiden Punkte überhaupt nichts miteinander zu tun, aber ich rede jetzt deswegen nur noch einen Satz zum Flüchtlingsaufnahmegesetz. Mit dem Flüchtlingsaufnahmegesetz machen wir zwei Sachen. Der eine Punkt ist die Entlastung der Kommunen, indem wir 32 Millionen Euro mehr wegen der Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung zum Asylbewerberleistungsgesetz den Kommunen zur Verfügung stellen, damit sie hier entlastet werden. Damit hat das Land NRW in insgesamt 4 Jahren 74 Millionen Euro mehr über die Flüchtlingsaufnahmegesetzpauschalen hinaus an die Kommunen geleistet. Also das ist das eine, was wir mit diesem Gesetz möchten. Und das zweite ist die Anrechnung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge unter 16 Jahren, da auf die aufzunehmende Quote von erwachsenen Flüchtlingen, da die Versorgung der Minderjährigen gerade in den Grenzregionen die Kommunen vor besondere Herausforderungen stellt. Und auch hier möchten wir Sie entlasten. Schönen Dank. Und morgen haben wir ja noch weitere Debatten dazu. Vielen Dank, Frau Kollegin.